Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, nach der letzten Episode war ich fleißig und habe schon mal einen groben Bauplan gezeichnet für die kleine Schutzanlage und gleichzeitig natürlich auch unseren Bunker. Unser Sheriff ist mal wieder ein bisschen, naja, nicht ganz bei sich, aber fürs Erste können wir damit, glaube ich, ganz gut leben. Unsere neue Küche läuft, braucht nur noch ein paar kleine Details. Strom zum Beispiel für die Heizung. Der Kühlraum läuft auch. Und wenn wir mit der Anlage hier fertig sind und den ganzen Kram hier entfernt haben, sodass ich den Rest auch noch fertig bauen kann, dann wäre es ein guter Zeitpunkt, um endlich mal eine ordentliche Manufaktur hier hinzuzimmern. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. So. Ja, der Fernseher war auf jeden Fall eine hervorragende Investition. Naja. Das mit dem Kühlschränke auffüllen funktioniert auch. Muss das Ding natürlich auch unbedingt draußen fallen lassen. Ja, das Problem ist, wir können halt seine Suchtproblematik nicht anders regeln, außer es ihn ausschwitzen zu lassen. Und eine Sonneneruption schaltet unsere Elektronik aus. Naja. Hat Schmerzen, geistiger Zustand. Wobei, dieses Lager ist hier inzwischen ausgeräumt, also können wir anfangen, diese Sachen hier abzureißen. Dasselbe gilt auch für diese Wände, die wir jetzt nämlich nicht mehr brauchen. Es ist ja jetzt nicht so, als ob wir zu wenig Nahrung hätten, ha? Großartig. Naja. Der Sonnensturm ist immerhin schon mal vorbei. Und Banshee ist immer noch nicht ganz Herr ihrer Sinne. Von meiner Seite her würde sie sofort was zu essen bekommen. Ernsthaft. Na, der Entzug ist schon heftig. Lin, männlich Mensch 28. Keine Beziehungen, Charakter, keine Medizin, kein Sozial. Nee. So, ziemlich weit weg.
Naja, retten wir ihn trotzdem. Sorgt dafür, dass wir einen guten Ruf behalten. Na, durch die Symbole können wir aber ganz gut im Überblick behalten. Mal sehen, das ist alles Marmor. Okay. So, jetzt muss ich mich gerade ein bisschen orientieren, aber ich glaube... So. Genau, ein Abstand, zwei, dann nochmal drei. Das lässt Platz für die Türen. Das hier war, glaube ich, Granit. Okay. Ich habe natürlich versucht, ein bisschen alles, was wir an Material haben, möglichst effizient einzusetzen. So. Hier eine Tür zwischen, damit sich die Geschütze dann nicht gegenseitig in den Rücken schießen. Und entsprechend Platten drunter. Diesen Innenraum habe ich hier dachfrei gemacht. Dadurch sollte es keine Probleme wegen der Hitzeentlüftung geben. Strukturen. Ich möchte natürlich hier auch Ein- und Ausgänge haben, damit wir im Zweifelsfall auch so schnell wie möglich hier wieder rauskommen. Und dann werden wir das Ganze nachher noch mit Sandsäcken umgeben, aber das ist erstmal so eine Beschäftigungstherapie für unsere Leute für zwischendrin. Sehen. 89, 97. Okay. Die Kleidung ist nur deiner Gesundung hinderlich. Außerdem werden wir dich nicht hier behalten, also brauchst du auch die Klamotten nicht. Das können wir abreißen. Okay, hat sich, glaube ich, soweit erholt. Dann, wenn er wieder aufwacht... Naja, tun wir für ihn, was wir können. Auch wenn es nicht viel sein wird. Das war Sandstein. Naja, ich bin zwar nicht der Fan von Sandstein, aber... Können wir schon mal abreißen. Weil dann passen wir natürlich auch irgendwann mal das Gebäude auf eine entsprechende Größe an. Okay, laufen kannst du also, nur die Arme benutzen kannst du nicht. Aber das ist nicht unsere Sorge. Dann kannst du auch nicht wild um dich schlagen. Wenn nicht gerade dieses Handicap Pyromane wäre, und in meinen Augen ist das sogar schlimmer als aggressiv, weil aggressiv sorgt nur dafür, dass die anderen Kolonisten halt genervt sind. Pyromane bedeutet, dass die anderen Kolonisten eventuell abfackeln.
Und in der Hinsicht habe ich einfach ein bisschen weniger Humor. Dann steht natürlich noch eine Absicherung unserer kleinen Hühnerzucht hier an, die momentan ja noch ganz effizient vor sich hin wächst. Ja, der muss jetzt erstmal ausschlafen. Wobei, fast ausgeschlafen ist er ja schon. Entzughungrig. Um den Rest wird er sich selber kümmern. Dann, ich weiß nicht, ob wir die Kolonie nicht doch anderweitig erweitern, weil hier kommt wahrscheinlich dann der nächste Bunker hin. Im selben Stil natürlich. Oder zumindest im ähnlichen Stil. So, ich wünsche dir eine gute Reise. Ne? Du warst schon nackt, als du hier ankamst. Stell keine Fragen. Genau, ruh dich wieder aus. Also im besten Fall könnten wir hier noch eine Erweiterung anbringen, aber ich weiß nicht, wie das platzmäßig dann aussieht. Stromseitig sollten wir erstmal keine Probleme haben. Sei froh, dass ich eine Faultierzucht haben will. So. Genau, raucht euch erstmal ein. Dafür haben wir das. Naja, eigentlich haben wir das Zeug dafür nicht angeschafft, aber. Na, wenigstens ihr versteht euch ein bisschen. Naja, Silber können wir immerhin gebrauchen. Und das ist nicht gerade die wahrscheinlichste Stelle, an der jemand versucht, in unsere Kolonie einzudringen. Evilgrin ist gerade am Kochen, deswegen kann er sich nicht mit Pflanzen beschäftigen. Ich wünschte, du würdest nicht gerade durch unsere Felder durchspazieren. Er hat schon wieder Pflanzen gefressen, ne? Ich fürchte, dann werden wir kurzfristig radikale Maßnahmen ergreifen müssen. Kopfschuss, und es hat trotzdem nicht gereicht. Hervorragend. So, schlepp das Vieh mal. So schwer kann das ja nicht sein. Aber wenigstens hört das Vieh dann endlich mal auf, unsere Pflanzen zu fressen. Okay, wir werden die Felder irgendwie absichern müssen.
Frage ist wie. Weil wenn uns das Viehzeug den ganzen Kram natürlich immer wegfrisst, hilft uns das natürlich überhaupt nicht weiter. Ein Großhändler, das könnte tatsächlich mal wieder nützlich sein. Wenn unsere Chefkommunikationsoffizierin denn irgendwann mal aufwacht. Ich glaube, sie ist momentan Nika ist ein bisschen kompetenter sogar. Aber auch die schläft gerade. Und sie wird länger schlafen, also nehmen wir weiter Selvi. Okay, dass das hier irgendwann mal fertig wird, das wird noch seine Zeit dauern. Bisschen Fernsehen darf sie schon. Ja, du kochst eben noch fertig. So. Küken männlich können erstmal weg. Küken weiblich bleiben. Kater. Wäre schon schön, aber. Die behalten wir. Bauteile. 38, immerhin. Das heißt, wir werden erstmal keine brauchen. Das kann alles weg. Können wir alle verkaufen, bringt uns wieder Geld ein. Die Zigaretten verkaufen wir auch. Die bringen zwar nicht so viel Geld ein, aber weg ist weg. Und ein Schieferbett werden wir ganz bestimmt nicht kaufen. Eine zerlumpte Haube. Nee, sowas brauchen wir sowieso nicht. Holz haben wir selber genug. Stahl wäre durchaus interessant, da er ja keine Waffen anzubieten hat. Naja, ein paar Katzen dürfen wir uns, glaube ich, erlauben. So, und den Rest investieren wir in Stahl. Nee, so viel können wir uns nicht leisten. Passt. Reisende der Frau. Aha, okay. Ja, die beiden dürfen auch schlafen, wo sie wollen.
Archie, hm? Keine Beschwerde von meiner Seite. Dann sind wir hier drin auch schon ein Stück weiter vorangekommen. Nichts zum Handeln dabei. Ja, danke, dass du über den Tisch gelaufen bist. Evil Grin ist immer noch mit Kochen beschäftigt. Okay. Das ist gut, dass gerade du dir einen rauchst, weil du machst sonst immer nur Stress. Ist mal wenigstens jemand etwas entspannt. Prozent. Das dauert Ewigkeiten. Kinder, deswegen nehmt keine Drogen. Es macht überhaupt keinen Spaß davon, am Ende wieder loszukommen. Passt hier gut hin, würde ich sagen. Und hier auch noch einer. Das lässt die Klimaanlage frei. Oh, und da ist die Episode schon wieder vorbei. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!